einfach Leute und Gruppen, die sich dort vernetzen. Das heißt, einerseits kommunizieren die miteinander, untereinander über Gaming-Netzwerke und dann bringen sie aber auch ihre Ideologie mit rein in die Spiele, in die Foren und versuchen halt auch, Leute zu rekrutieren. Sie greifen halt andere Menschen an und das ist sozusagen der Punkt, wo es uns ja auch gesellschaftlich interessiert, zu sagen, wie können wir sozusagen diese Communities gestalten, ohne dass man Angst haben muss, diskriminiert, beleidigt oder eben digital angegriffen zu werden. Alle Formen, alle Kommunikationen, die es offline gibt, gibt es auch online. In verschiedenster Art und Weise. Online sieht man halt öfter mal auch kurze Schnipsel von Videos, von Bildern. Wenn wir zum Beispiel irgendwie die Zeit mit Pegida hatten, da haben wir sehr viel Islamfeindlichkeit sehr prominent gesehen. Aktuell mit den ganzen Verschwörungsideologien gibt es wieder sehr viel mehr Antisemitismus als noch vor ein paar Jahren. Dauerbrenner ist Sexismus, also den Versuch, Frauen mundtot zu machen online. Und wie gesagt, am schlimmsten wird es tatsächlich, wenn sich mehrere dieser Dinge zusammenkommen. Konsequent sein, Regeln durchsetzen. Fast alle Plattformen haben Regeln, die halt genau solches Verhalten nicht tolerieren. Man kann sie einfach löschen, man kann ihre Gruppen auflösen, aber man muss auch die Leute unterstützen, die halt betroffen sind. Und wenn wir alle im Netz unterwegs sind und das weiterhin eben so diskriminierungsfrei wie möglich sein wollen, heißt es auch für jeden Einzelnen eben eingreifen, wenn man das sieht, wenn man merkt, dass Leute digital, verbal angegriffen werden. Aber es ist immer schon viel wert zu sagen, ich habe das gesehen, ich bin auch nicht einverstanden. Noch besser ist es natürlich, öffentlich zu widersprechen und sich an die Seite von Angegriffenen zu stellen.